mir noch eine. Ich hatte jetzt gerade noch einen Termin und befinde mich jetzt auf dem Weg. Ich hole heute meine neuen Hühner ab. Es ist Dienstag. Ihr seht nachher wahrscheinlich noch meinen Farmvlog, den ich am Wochenende gedreht habe. Und ja, das kommt jetzt natürlich erst im Freitagsvideo. Das habe ich leider nicht mehr drauf gekriegt. Ja, ich hole jetzt auf alle Fälle meine Hühner ab in Unterkottelschrath. Und dann nehme ich euch auch mal mit. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich in dem Auto. Ist relativ laut. Mein Land Rover hat keine Dämmung, keine Geräuschdämmung, kein nichts drin. Schnell ist er auch nicht, also ein Sprinter ist das Auto garantiert nicht. Da gibt es andere. Aber für meinen Zweck, da reicht er vollkommen. Ich komme von A nach B und was will ich mehr? Ja, das Auto hat, wie gesagt, keinerlei Dämmung. PS-Zahl 69 PS. Mehr bringt er nicht. Höchstgeschwindigkeit, dann hast du aber schon Ohrenstöpsel drauf. 110 Stundenkilometer, mehr packt er nicht. Leergewicht, naja, sind gut. Naja, 2,1 Tonnen. Wer jetzt fragt, wozu braucht man so ein SUV? Das ist ja kein SUV. Erstens einmal, es ist ein Geländewagen. Und zweitens einmal, bei mir hat er den Nutzfaktor, mein Futter für die Viecher holen. Oder dann solche Aktionen wie jetzt die Hühner holen. Das geht nun mal mit dem großen Auto hier deutlich leichter. Ein Kleinwagen, ja, was will ich da machen, wenn ich da 28 Hühner hole? Die kriege ich ja gar nicht alle hier rein. So eine Plackerei, das fange ich gar nicht erst an. Außerdem habe ich das Auto, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich es unbedingt haben wollte. Und so viele Kilometer im Jahr fahre ich jetzt nicht. Wir haben jetzt einen aktuellen Kilometerstand von 20.702 Kilometer. Ah, jetzt könnt ihr mit Drehzahl fällen. Da gleich 37 drum. Ja, da merkst du, dass es nur 69 PS sind. Der zieht halt einfach nicht weg. Aber bergab geht's dann wieder, weil das ist schwer. Södele, also ich bin jetzt mit den neuen Hühnern daheim. Ich bin mit dem Auto gleich hier runtergefahren. Wieder so ein Vorteil von dem Auto. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir sie raus. Dann sind sie gleich erlöst. Das sind jetzt die Grünleger. Ja. Oh Gott, schockierende Freiheit. Da kommen auch ein paar Sparbe zum Vorschein. Eine Sussex und eine Sparbe. Ha ha ha!
ersten Runde Länder. Alles gut. Alle da. Jetzt wurde der Bulldog. Krieger zucken sie immer zusammen. Ja, dann schauen sie alle auf, gehen die Köpfe auf und wie? Was? Na gut, jetzt tust du ihnen noch ein Wasser runter und dann lassen wir sie, glaube ich, erstmal in Ruhe, oder? Ja, wir befinden uns jetzt noch einmal unten im Hühnerstall. Die neuen Hühner haben sich recht gut eingelebt, wie man sieht. Da unten rennen sie. Ja, jetzt sind sie eingesperrt. Sie gerade in der Stallreihe. Draußen fängt es jetzt langsam an zu dämmern. Ist jetzt abends um 8. Ein paar Tage habe ich sie jetzt schon da. Ja, wie gesagt, also
Die haben sich schon ganz gut eingelebt. Und ja, ich denke mal, das wird dann noch besser. Mit dem Reingehen, den Stall finden, das ist noch ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Also das haben sie noch nicht so ganz drauf. Eier haben sie mittlerweile auch schon die ersten gelegt. Noch relativ klein und zierlich, die Eierler. Ja, die Legeboxen so langsam, aber sicher finden sie es. Die ersten Eier waren drin. Ich habe aber heute auch schon zwei Eier draußen gefunden. Also, das werden sie jetzt gar lernen, denke ich einmal. Ja, mein Glück ist jetzt immer noch auf die Eier. Die bleibt erstmal eisern drauf. Also, ich habe jetzt einmal die Eier vorsichtig kontrolliert. Und ja, so wie es ausschaut, wächst da auch was heran. Mal gucken, dann gibt es vielleicht demnächst, ich sage mal so in circa 2 Wochen, einmal Bilder von Küken bzw. Video von Küken. Ja, na gut, in diesem Sinne, das war's jetzt für das Video. War halt nur Hühner holen, Hühner hier reinbringen. Dieses Mal nichts Besonderes weiter. Ja, hier muss ich schon wieder ausmisten. Die Sägespäne hat schon wieder ein paar. Schmutzpartikel abgekriegt. Das lässt sich halt nicht vermeiden. Die Hühner sind ja nur nachts drin. Den ganzen Tag können sie raus, wie sie wollen. Na gut, wie gesagt, das war's für dieses Video. War dieses Mal nur Hühner, einmal nichts mit Maschinen. Nichts Besonderes. Aber auch einmal, denke ich, haben wir was Sehenswertes und machen gar nicht. Jetzt lasse ich sie in Ruhe, der Hahn, der wird unruhig. Das passt dem gar nicht, wenn man hier unten rum hantiert. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Servus.